Am 15. August 1930 machte der Rohbau des Schienenzeps seine ersten Gehversuche mit Elektroantrieb, der für Rangierzwecke ohne Propellerantrieb dient. In einer reservierten Halle des RAW Leinhausen ist das bizarre Rohrgerüst entstanden, das eher einem Luftschiff als einem Eisenbahnwagen ähnelt. Schließlich ist Krokenberg alter Luftschiffbauer. Vier Wochen später ist die Propellerwelle und die Heine Luftschraube aus Eschenholz montiert. Am 15. September 1930 wurde der Flugmotor zum ersten Mal gestartet. Die ersten Meter mit Schraubenantrieb wurden zurückgelegt. Nur sieben Tage später verlässt der Schienenzeppelin, jetzt stromlinienverkleidet, die Hallen in Leinhausen zu seiner ersten Schnellfahrt. Hierfür wurde die nicht benutzte schnurgerade Strecke Hannover-Burgwedel hergerichtet. Vor der ersten Fahrt wird der Schienenzepp noch mit der Nase nach Burgwedel gedreht. Kommen wir kurz zur Technik. Im Heck befindet sich ein BMW V1 Flugmotor, der bei Vollgas 1460 Umdrehungen pro Minute dreht und eine Leistung von 600 PS erreicht. Motor und Welle sind um 7 Grad nach oben geneigt, so dass der Wagen nicht nur nach vorne geschoben, sondern auch auf die Gleise gedrückt wird. Außerdem wollte man erreichen, dass die Luftsäule nach oben ausgeworfen wird, um ängstliche Gemüter auf dem Bahnsteig nicht zu schrecken. Vor der Schnellfahrt wurde noch letzte Hand angelegt. Langsam rollt der Wagen Richtung Schnellfahrstrecke. Jetzt ist es endlich soweit, der erste Schnellfahrversuch. Jetzt kann der Flugmotor endlich ungedrosselt arbeiten. Schon nach 66 Sekunden und 985 Metern Strecke ist eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erreicht. Zwei Minuten nach dem Start sind es 150 Kilometer pro Stunde. Der Propeller arbeitet jetzt in seinem günstigsten Arbeitsbereich. Doch die Geschwindigkeit nimmt weiter zu. Nach 192 Sekunden sind es 182 km/h. Obwohl der Schienenzeppelin weiter beschleunigt, muss nun abgebremst werden, um nicht über die Versuchsstrecke hinauszuschießen. Mit mehr als 2000 Metern ist der Bremsweg noch sehr lang. Sicher und ohne Probleme kommt der Schienenzeppelin wieder zum Stehen. Hier anhand dieser Grafik ist der Geschwindigkeitsverlauf gut zu erkennen. Zum Unterstellen und für kleinere Reparaturen wurde an der Versuchsstrecke eine kleine Wartungshalle errichtet.